Hallo und herzlich willkommen zu diesem Pen and Paper Talk. Hier wird gleich der Mario erscheinen und sein neues Buch vorstellen, beziehungsweise ich werde mit ihm ein bisschen drüber quatschen. Deswegen steht da oben auch Werbung, ist unbezahlt. Mario habe ich kennengelernt über die Dreieckcon. Ich fand ihn sehr sympathisch und wir haben beide eine Leidenschaft, die uns verbindet, und das ist Cyberpunk. Und deswegen dachte ich, hey, wenn du schon einen Roman darüber schreibst, dann lass uns doch drüber quatschen. Und deswegen ist er heute da und ich wünsche euch schon mal viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Pen and Paper Talk. Ich habe den Mario mir wieder eingeladen. Wir hatten uns kennengelernt über die Dreieckcon und How to Horror. Und wir haben eine Gemeinsamkeit, und zwar lieben wir beide Cyberpunk. Zum einen spielen wir das Spiel nach wie vor noch und Mario hat Romane gelesen. Cyberpunk 2020 haben wir beide gespielt, das Rollenspiel, und Cyberpunk Red. Bei mir steht es da hinten, genau. Mario hat sich's auch besorgt. Heute soll es nicht hauptsächlich um Cyberpunk gehen, sondern Mario hat einen Roman geschrieben, Shinigami, der zum Zeitpunkt des Videos vielleicht schon erschienen ist oder bald erscheinen wird. Und wir haben gesagt, es ist vielleicht ein guter Aufhänger, dass wir uns darüber ein bisschen unterhalten. Und ich freue mich, Mario, dass du heute hier mein Gast bist, ja, zu diesem Pen and Paper Talk, beziehungsweise Autoren Talk ist es mehr, aber es ist ja Rollenspielverwandt. Ich freue mich sehr. Ja, sehr gerne. Und ich freue mich auch wieder hier zu sein bei dir. Und hallo an alle, die jetzt zusehen, zuhören. Und ich bin sehr auf deine Fragen gespannt. Genau, mir fällt es schwer, irgendwo anzufangen. Vielleicht das erste Shinigami. Ja. Wie viel Bezug haben wir hier zu Cyberpunk 2020 oder Cyberpunk Red oder Cyberpunk 2077? Also wie viel Cyberpunk steckt in Shinigami drin? Also wenn ich das jetzt lese, bin ich dann schon in Night City oder wo muss ich mich da einordnen als Leser? Natürlich wurde Shinigami sehr stark von Cyberpunk beeinflusst. Zum einen von den Rollenspielen natürlich, die du schon erwähnt hast. Und natürlich auch vom 2077. Ja, allerdings habe ich die Stadt anders benannt, ich habe die Locations anders benannt, weil wegen Rechten und so weiter. Aber man wird sich schon daran erinnert fühlen, wenn man die Materie kennt. Also ein Bezug ist da schon da. Das heißt, die Stadt, in der das Ganze spielt, ist jetzt von dir erfunden oder ist es was wie New York oder ist es eine eigene erdachte Stadt für... Ja gut, es ist der New Babylon Megaplex und das ist auch ein Verbund aus Städten, auch in Amerika gelegen, an der Westküste, genau, muss da immer ein bisschen überlegen, an der Westküste. Und mir war halt wichtig, eine eigene Stadt zu kreieren, die eigene Viertel hat, eigene Gangs, eine eigene Struktur. Und da sind auch schon zum Teil gravierende Unterschiede zu Cyberpunk zu sehen. Aber man wird sich zu Hause fühlen, auf jeden Fall. Okay, cool. Das ist mal ganz klar. Ist natürlich auch geil, wenn du was Eigenes erschaffst, dann bist du halt auch völlig frei, ne? Dann kannst du halt machen, was du möchtest. Klar, Cyberpunk direkt, es ist ein Cyberpunk-Setting, aber wegen den Rechten natürlich ist es wahrscheinlich irgendwie problematisch. Das heißt, du hast dir eine eigene Infrastruktur überlegt, du hast dir eigene Gangs erlegt, die an Cyberpunk erinnern, aber doch irgendwie ein bisschen anders sind. Genau. Okay. Ich meine, das kann man eigentlich sehen als eine Mischung aus Cyberpunk, aus Filmen wie Ghost in the Shell, aus Blade Runner, aus den Gibson-Büchern. Vor allen Dingen auch, ja, die Gibson-Bücher haben mich sehr stark geprägt, muss ich sagen. Der Stil, wie er geschrieben hat, wie er diese ganzen Sachen, dieses Multiplexe, Multikulturelle in Worte gefasst hat, das hat mich sehr, sehr stark beeindruckt und auch seit 85 begleitet. Dann habe ich vom Jahr fast, das Cyberpunk 2077 gekauft. Weil ich mir gedacht habe, hey, geil, endlich mal wieder was von Cyberpunk. Ich habe mir eine gebrauchte Playstation gekauft und habe das Ding runtergenudelt. Und dabei wurde zuerst die Idee einer Kurzgeschichte gefasst. Eine Kurzgeschichte, die sich tatsächlich um Katzen dreht, aber auch im Cyberpunk-Milieu spielt. Und daraus erwuchs dann letztendlich Shinigami. Die Kurzgeschichte heißt wie? Die Kurzgeschichte heißt Vision Mart und kommt in der Anthologie 13 Tales of Hellcats. Hellcats, okay. Das heißt, genau, das ist eine Horror-Kurzgeschichte dann, oder? Nein, also, ja gut, bei mir
tickt immer ein bisschen Horror drin natürlich, aber ich würde schon eher sagen, mehr Richtung Dark Future, Cyberpunk. Also Okay. Horror auch, Elemente davon, Okay. aber hauptsächlich halt Cyberpunk. Okay, das heißt, es steckt ein bisschen Horror drin, aber hauptsächlich Cyberpunk. Okay, jetzt zu Shinigami jetzt. Um was geht's? Also wir wissen jetzt, es ist der New Babylon-Komplex, habe ich gelernt. Das ist ein. Genau, und es gibt einen Hauptprotagonisten oder mehrere. Was hast du dir ausgedacht? Also, ohne jetzt zu viel zu spoilern, also um es mal ein bisschen anzuteasern vielleicht. Ja, es gibt eigentlich jetzt zwei Hauptprotagonistinnen. Ich habe bewusst zwei Frauen gewählt, um einfach mal ein anderes Schema zu bedienen, auch als den typischen Solo, den man so kennt aus Cyberpunk. Die eine ist, die nennt sich Ghost, ist eine Ex-Militär, hat in den mittelamerikanischen Kriegen gekämpft. Die habe ich übrigens auch adaptiert, weil die überall vorkommen. Also ohne die geht es gar nicht. Die müssen dabei sein. Die ist ziemlich am Boden zerstört, ziemlich runtergekommen, so knapp vor der Cyberpsychose, knapp vor der Gosse. Hat quasi jeden Abend entweder die Flasche oder den Pistolenlauf am Kopf. Und hält sich gerade so über Wasser, als sie einen sehr ominösen Auftrag bekommt, im Babylon Megaplex eine Netrunnerin auszuschalten. Okay. Und dafür eigentlich für ihre Verhältnisse zu gut bezahlt wird. Jetzt muss man wissen, dass Ghost ist eine in Amerika geborene Japanerin, lebt so ein bisschen am Rande des Existenz, des Milieus, sage ich einfach. Und ich habe New Babylon ein bisschen anders aufgebaut als Night City. Da gibt es so Slums, die diese riesige Stadt umgeben, die der Rostgürtel genannt wird. Also da wird abgefuckte Blechhütten, so wie die Favelas, so ein bisschen in Brasilien, kann man die sich vorstellen. Und dort ist sie halt einfach ohne Perspektive aufgewachsen, ging zum Militär und kam total ausgebrannt zurück. Und jetzt bekommt sie halt diesen seltsamen Auftrag. Sie ist ein bisschen skeptisch, denkt sich, naja, gut, okay, einen Haufen Kohle für jemanden umzulegen, aber warum nicht? Das wäre ihr Eintritt in die Stadt zurück. Quasi der Traum, endlich wieder Fuß zu fassen, vielleicht eine Wohnung zu haben, eine Auskunft, ein Auskommen. Und ja, dann macht sie sich auf den Weg in die Stadt und ist festen Willens, diese Netrunnerin auszuschalten. Okay. Wo wir schon bei der zweiten wichtigen Figur wären vom Buch. Die heißt Amy. Ist auch ein bisschen durchgeknallt, natürlich auch so ein bisschen techmäßig unterwegs. Allerdings werde ich jetzt nicht verraten, wie die beiden zueinander kommen. Okay, ja. Wir haben uns eine Kleinigkeit ausgedacht in dem Buch. Es gibt zwei Charakterzeichnungen von beiden und auch so eine Art Lebenslauf, den wir bewusst hinten ins Buch gepackt haben. Einfach um den Lesern die Wahl zu lassen, okay, du kannst dich selber spoilern und es durchlesen. Oder aber du wartest bis zum Ende. Okay, bist du Wobei die es? Charakterbeschreibungen auch nicht so viel verraten. Okay, cool. Das heißt, da sieht man schon den Rollenspieleinfluss, der da so ein bisschen mit rein fließt. Ja, definitiv. Also, Ja, cool. Und die. während ich Shinigami geschrieben habe, auch eine Online-Cyberpunk-Runde ans Laufen gebracht. Einfach um tatsächlich auch diese Figuren auszuprobieren, wie sie funktionieren, wie sie interagieren und alles. Und das hat wirklich sehr, sehr viel gebracht, auch für den Roman später dann. Okay, cool. Und die Online-Runde war dann Cyberpunk 2020 oder was habt ihr gespielt? Ja, genau. Okay. Und jetzt nochmal zu diesem New Babylon-Komplex. Also du hast gesagt, es gibt diesen Rostgürtel außen drumherum und innen drin habe ich dann auch Oberschicht, Mittelschicht, ganz normal alles verteilt und Konzerne, die dort irgendwie regieren und die Slums werden wahrscheinlich eher von irgendwelchen Gangs kontrolliert, oder? Ja, genau. Also da gibt es halt ganz verschiedene Viertel. Da gibt es die Viertel, wo die Reichen wohnen. Da gibt es natürlich auch das Stadtzentrum, das halt von einem Konzern dominiert wird. Bei mir heißt der Hauptkonzern, der größte Konzern, Hattori. Habe ich so ein bisschen von Hattori Hanzo, habe ich das übernommen.
ist auch tatsächlich damit verbunden. Okay, cool. Also da wird auch die Historie von diesem Konzern ein bisschen in diese Richtung erklärt. Ich habe das sehr viel auch in japanischer Mythologie, in der japanischen Mythologie recherchiert, gerade was Buddhismus anbelangt, Hinduismus, weil ich dahingehend den Cyberspace ein bisschen anders aufgebaut habe, als man ihn kennt. Okay, das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen, wie du den Cyberspace aufgebaut hast, also wie Netrunning funktioniert. Ist es, ich stecke mir eine Buchse rein und bin dann weg, also in der Matrix, oder wie? Ja, genau. Also Okay. ja, gut. Also ich meine, du brauchst ja entsprechende Software dazu, du brauchst ein Cyberdeck natürlich. Du brauchst entweder halt über eine Kabelverbindung oder kabellos, das geht natürlich auch. Also die Teams sind auch verbunden über so eine Art, naja, sagen wir es mal, WLAN. Und den Cyberspace selber, da habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Also nicht einfach so eine. Klar, der Normalo Netrunner wird natürlich das Raster sehen, wo die einzelnen Logos halt sind, wo er hinspringen kann. Das hatten wir schon bei Johnny Mnemonic zum Beispiel, bei einem Film. Da gab es ja auch dieses ganz profane blaue Raster-Logo, wo der dann so Max Headroom-mäßig durch die Gegend gespaced ist. Das gibt's auch, aber der echte Cyberspace sieht vollkommen anders aus. Okay. Den kann man sich eher wie so ein japanischer Shinto-Tempel vorstellen, Okay. zum Teil. Okay. Genau, also Ja. das heißt, wir haben diesen Shinto-Tempel und dabei kommt die Katze ins Spiel, Genau. die du aus diesem Kurzroman, die ist dann darin quasi wieder vorkommt, oder? Ja, genau. Also die Ghost kommt ja auch vor in dieser Kurzgeschichte. Und die Katze ist nicht einfach nur eine Katze. Die Katze steht symbolisch für die neuen Götter des Cyberspace. Und da habe ich mir jetzt ganz viele Gedanken gemacht darüber, wie man das umsetzen kann, ja, und wie man nicht einfach nur den profanen Cyberspace hat. Da habe ich mir überlegt, okay, Religionen, Gottheiten gibt es ja schon immer. Und wenn es diese Gottheiten wirklich gibt, warum sollten die sich nicht dafür entscheiden, die Macht des Cyberspace zu nutzen, um ihren neuen Tempel zu bauen? Einfach, um da eine neue Basis zu bilden, quasi wie eine KI. Möglicherweise sind es auch KIs. Das wird alles im Roman erklärt dann, also. Das heißt, der Roman spielt auch zu großen Teilen dann im Cyberspace. Also. Nicht im großen Teil, also ich würde maximal ein Fünftel sagen. Okay. Aber diese Stellen sind halt wirklich sehr intensiv auch. Also wo ich dann wirklich versucht habe, aus dem Cyberspace wirklich eine eigene Welt zu bauen, die auch anders ist natürlich und auch anders reagiert, aber auch Einfluss auf das Äußere hat. Und natürlich führt das Ganze zu Problemen bei Ghost, ganz klar. Sie wird das Ganze nicht unbeschadet wegstecken können. Wie sie da rauskommt, muss man sehen. Natürlich geraten sie auch an einen großen Konzern. Das gehört einfach, für mich gehört es einfach dazu bei Muss mit Cyberpunk, rein, ja, genau. dass die Punks sich mit dem fetten Konzern anlegen, weil Konzerne sind eigentlich böse. Allerdings kommen da auch so verschiedene Wahrheiten raus dann, ja, also auch verschiedene Sichtweisen. Aber Okay, das muss einfach sein. dann bist du, also du schreibst ja viel Horror oder hauptsächlich Horror. Wie viel Horror steckt jetzt in Shinigami? Ein bisschen. Okay. Also nicht viel. Aber hier und da in gewissen Ecken und Kanten wirst du es schon merken. Also gerade so. Manchmal geht es halt auch darum, was mit den Leuten passiert, wenn die im Cyberspace unterwegs sind oder bei Feuergefechten. Gibt es auch hier und da mal ein kleines Ritual, muss auch mal sein. Okay. Und da kommt schon so ein bisschen so der Horror rüber. Wobei der eigentliche Horror ist ja eigentlich eher dieses dystopisch-düstere, das über der ganzen Szenerie lastet. Dieses Hoffnungslose, dieses Verlorensein in einem Hybrid aus Müll, Retro und Hightech.
Okay. Jetzt hast du gesagt, es gibt ein Ritual, es ist aber jetzt, gibt jetzt keine Magie in dem Sinn, in Nee, nee, Shinigami. nee. Okay. Also, wir spielen kein Ja, genau, gut. Das Shadowrun wär jetzt die Frage gewesen. Okay, also es ist dann schon eher klassisch Cyberpunk. Okay. Genau. Genau, Gut, Cover. ich meine, Bitte? der Cyberspace kann natürlich schon so ein bisschen mystisch wirken, natürlich. Ja? Aber letztendlich sieht man dann doch die Kabelstränge, die zu den Netrunner-Stühlen gehen und alles. Und so erhält das Ganze dann auch seine Erklärung. Also. Okay. Ja, bin ich schon mal gespannt. Das heißt, wir haben diese zwei Hauptprogramme. Diese Short Story oder diese Kurzgeschichte, die ist ja schon erschienen, ne? 13 Tales of Hellcats, das gibt's schon, gibt's, oder? Das sollte eigentlich jetzt auch demnächst rauskommen. Okay. Das hat sich alles ein bisschen verzögert, weil Amazon mal wieder rumzwickt. Und ebenso sollte Shinigami eigentlich auch heute oder morgen oder übermorgen zumindest als E-Book verfügbar sein. Je nachdem, wie Amazon das freischaltet. Und das Print kommt dann etwas danach. Okay. Gut, jetzt haben wir über Print geredet. Cover hast du zum Vorzeigen da? Ich meine, man hat es einmal auf dem Thumbnail gesehen, aber du kannst auch noch mal gerne in die Kamera halten. Das Genau. erkennen. Kann man das lesen? Oder ich lege es noch mal. Ja, man kann es lesen. Ich kann es auch noch mal irgendwie. No, nee, man sieht es eigentlich recht gut. Sehr schön. Hätte das eigentlich größer auf dem Tablet gehabt, aber das spreche ich gerade. Also von daher ist es ein bisschen Genau. schwierig. Nee, passt schon, alles gut. Und ja, ein Kumpel von mir hat es gesehen, der Thumbnail macht, der hat gesagt, er erinnert stark an Blade Runner. Das heißt, ihr habt das Cyberpunk-Setting da schon mal versucht mit einzufangen, was euch gelungen ist. Ja, wenn es an Blade Runner erinnert, dann. Ich jetzt zum Beispiel den Neuromancer von Gillian Gibson nehme, der zufällig auf meinem Tisch liegt. Ganz Das ist zufällig. auch so ähnlich, ja. Es ist so ein bisschen düster, das Setting, es ist bunt, also du hast Neon und Dunkelheit, du hast auch dieses kaputte, dieses Hightech, Lowtech-Gemisch, das man unbedingt braucht in diesem Setting auch, ja. In welchem Jahr spielt Shinigami jetzt? 2060. 2060, okay. 2060, Babylon, Megaplex, Westküste von Amerika, okay. Die 77 Geschichte. war ein bisschen heikel. Wie bitte? 77 war mir ein bisschen heikel. Ja. Okay, Ich 2060. meine, gut, natürlich kommen auch, es gibt Parallelen, klar, logisch. Also da kommen AVs vor, die auch in Blade Runner schon vorkommen, Ghost Ja, in the das. Shell, also. Genau, das ist ja, ich meine, ich habe auch Ja. ein Homebrew-System, was ja Dark Future spielt, und du hast da Parallelen immer, ne? Also, das ist ja auch Shadowrun, Blade Runner, Cyberpunk, alles, was ja in die Richtung geht, ist ja, ja, wirst du Sachen wiederfinden. Was mich noch interessieren wird, wie bitte? Und will das ja auch. Ja, Man eben, erwartet ja auch genau. zum Beispiel auch die Smartwaffe und den AV, der halt wirklich auf dem Dach landet. Genau. Und man will das und das bekommt man jetzt, ist meine Frage noch. 2060 hast du gesagt, spielt es, erklärst du auch die Geschichte von heute, also 2021 bis 2060? Oder ist es so ein bisschen offen gelassen, was da in der Zwischenzeit passiert ist und du stellst einfach vor, wie es jetzt ist, also in der Zeit, wo der Roman dann spielt? Also ich konzentriere mich in der Hauptsache auf das Jetzt, in dem Jahr, in dem Roman spielt, aber es gibt immer mal wieder so kleine Rückblenden im Laufe des Romans, wo dann erklärt wird, was im Krieg passiert ist und wie es überhaupt dazu kam und warum jetzt so viele Leute in den Slums leben. Das wird immer so eingeworfen, so ein bisschen erklärt. Ich habe bewusst auf eine Geschichtsstunde vor dem Roman verzichtet. Einfach um die Leute ins kalte Wasser zu schmeißen, um die Story direkt zu starten und dann immer mal wieder so kleine Häppchen hinzuwerfen. Das finde ich interessanter, als wenn du den kompletten Kuchen schon vorher hast. Ja, ich finde es auch, ich mag das so auch sehr gerne, wenn man nicht erstmal die Geschichtsstunde hat, weil das ist dann auch manchmal so ein bisschen okay, dann passiert das, dann passiert das, und wann geht es endlich los, ne? Und wenn du es halt in der Story in Bezug dann setzt, dann sieht man vielleicht auch gleich die Auswirkungen auf 2060, was hat es jetzt mit der Person gemacht, ne? Genau. Oder das ist eigentlich doch, finde ich, gefällt mir gut.
Jetzt hast Fokus lege ich sehr stark auf die Protagonistinnen auch. Okay. Oder auch deren Geschichte halt erklärt wird auch und wie es dazu kam, dass sie so sind, wie sie sind. Und das erklärt, glaube ich, auch schon ganz viel von der Geschichte außenrum. Wie lange, oder jetzt erstmal noch, du hast ja schon gesagt, du hast dich viel mit, was hast du gesagt, Buddhismus, Hinduismus und sowas beschäftigt. Wie viel hast du recherchiert für den Roman? Wie lange hast du da jetzt dran geschrieben? Wie kann ich mir das vorstellen? Also, wann hast du angefangen mit dem Projekt? Und wie lange hast du gebraucht jetzt bis zur Fertigstellung? Ist das ein Jahr oder? Man kann schon sagen, dass es ein Jahr ist, ich gebraucht habe dafür. Ich musste sehr viel recherchieren, auch über KIs musste ich recherchieren, bin dann auf aktuelle Projekte gestoßen, die tatsächlich heute schon forciert werden, dahingehend. Man versucht heutzutage ja auch schon, das menschliche Gehirn nachzubilden mit einem Megacomputer, dieses Blue Brain Project zum Beispiel. Okay. Und das lasse ich halt alles einfließen auch. Auch so in die. Natürlich haben die Leute, die haben auch einen kleinen Prozessor im Kopf, der über die synaptischen Verbindungen halt gewisse Dinge auslöst. Und da habe ich sehr viel recherchiert auch. Und halt auch über den Cyberspace an sich, also halt über mein Konstrukt, das ich mir da gebaut habe. Eigentlich wollte ich das Buch schon 20 Jahre schreiben. Aber irgendwie kam es nicht dazu und ich muss wirklich dem Spiel jetzt die Schuld geben, dass das die Initialzündung war dafür. Okay, das heißt, das ist eigentlich Genau. auch, warum du dann gesagt hast, okay, das machst du jetzt. Genau. Und, okay. Na gut, ich wollte halt auch mal was komplett anderes machen als immer nur Horror. Horror ist facettenreich, ohne Frage. Es geht auch tief und alles. Aber manchmal hat man auch gewisse Dinge so ein bisschen über. Und gleichzeitig wuchs halt auch dann das Verlangen, irgendwas so in die Cyberpunk-Richtung zu machen. Zumal die Rollenspielrunden auch immer mal wieder weitergelaufen sind. Also von daher war das jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Okay, cool. Feuer war gelegt, also das musste. Ja, ich bin jetzt auch schon gespannt. Also ich, ja, wird man mal schauen, wo kann man es dann erwerben? Buch kommt bei Hammerbooks raus. Das heißt also, du kannst es über Amazon oder über alle gängigen Plattformen erwerben. Ich werde auf meiner Seite werde ich noch natürlich dann schreiben, wenn es tatsächlich soweit ist, dass es rauskommt. Ich habe auch schon ein paar Teaser vorbereitet. Cool. Und ja, ich brenne halt darauf, das Ding endlich am Start zu haben. Also das ist, ja, wenn du halt ein Jahr lang drin gearbeitet hast und da steckt wirklich vor allen Dingen in diesen beiden Protagonistinnen, da steckt so viel Blut drin. Herzblut, ja. Ja, also ich war auch, als ich die beiden Figuren in die Rollenspielrunde so ein bisschen integriert habe zum Antesten, habe ich mir auch gedacht, Scheiße, was passiert denn jetzt, wenn eine von denen die umlegt? Das wäre halt doof gewesen, ja, aber es musste einfach sein, also Ist es musste eingetreten? angegriffen Nee, ist werden. nicht passiert. Nee, nee, Okay. nee, nee, ist nicht passiert, eher im Gegenteil, also. Sehr cool. Ja, cool. Das heißt, deine Rollenspielkollegen, die wissen schon ein bisschen mehr. Ja, genau. Logischerweise. Die kennen auch schon Ghosts Warennamen, Okay. den sie verschweigt. Also da steckt auch noch ein bisschen mehr dahinter bei ihr. Aber die werden schweigen. Sehr gut. Shinigami, jetzt haben wir über Cyberpunk geredet, über Shinigami, jetzt bin ich ein Rollenspieler, kann ich diesen Roman nehmen und eins zu eins in eine Kampagne umbauen oder Abenteuer? Geht das? Definitiv. Okay. Also, du hast die klassischen Charaktere auf jeden Fall dabei. Ein bisschen abgewandelt zum Teil. Manchmal sind es auch Mix-Charaktere, aber von der Plotline her kannst du das definitiv von vorne bis hinten in der Kampagne durchspielen. Okay, cool. Das Also. heißt, wir haben hier auch noch eine Anregung zu einem Abenteuer. Ja klar, und die zwei Charaktervorlagen für die Protagonistin hast du ja auch schon hinten drin, von daher. Perfekten Pen and Nur keine Werbung. Paper-Bezug. Großartig, ja. Cool. Okay. Ja, also ich bin gespannt. Hast du noch irgendwas, was du. Ja klar, also
Wie gesagt, ich bin tierisch gespannt, weil die ganze Fanbase, die ich mir so aufgebaut habe, ist ja eher so horrorlastig, wie dieses Buch von denen angenommen wird. Und bin natürlich auch auf der Suche jetzt auch in anderen Richtungen, das ein bisschen zu streuen. Und ich weiß jetzt schon, dass es nicht der einzige Roman bleiben wird in diese Richtung. Okay. Es wird vermutlich eine Fortsetzung geben, die zu meiner Horrorschwester Freude wohl in Alaska spielen wird. Okay, das heißt, du hast schon einen, der Plot geht weiter. Das ist, die Handlung ist nicht abgeschlossen nach dem ersten, sondern du planst jetzt schon weitere Romane dann zu schreiben. Ich meine, ich mache das ist so eine Eigenschaft von mir, dass ich die Bücher nie komplett fertig mache. Also fertig schon, aber halt nie so fertig mache, dass man nicht die Sache weiterspinnen könnte. Okay, das heißt, Ob das. jetzt jeder überlebt oder ob überhaupt einer überlebt von dieser Crew, die da im Spiel ist, ist eine andere Sache. Aber ich mag es halt sehr, dass auch die Leserschaft die Möglichkeit hat, die Story weiterzuspinnen. Für mich ist es natürlich auch immer ein Tor dazu, zu sagen, okay, ich schreibe weiter. Okay, das heißt, du wirst nach Shinigami definitiv noch einen Nachfolger schreiben. Stand Ja jetzt. gut, das Feuer lodert noch viel mehr jetzt. Also das wurde nicht gelöscht dadurch, dass ich einen Roman schreibe und ein Ende drunter setze. Jawohl, du bist jetzt erst, jetzt geht's erst richtig los. Es war die Zündung halt einfach. Und es ist für mich, es ist wirklich. Ja, es ist einfach so rausgeflossen, die Story. Ich muss da nicht lange überlegen. Ich habe zwar viel recherchiert, ohne Frage, aber von der Story selber her und wie die Figuren sind, das war einfach sofort da. Okay. Wie viel Seiten hast du jetzt für den ersten Roman spendiert? Ich glaube, das waren so 350 Seiten, Okay. dürften das sein. Okay. Also überschaubar. Ja. Das ist kein Backstein. Man fürchtet mich ja immer dafür, dass ich Backsteine abliefere. Und bewusst habe ich es mal jetzt auf so 350 Seiten rum begrenzt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es nach dem Buchsatz aussieht, ob da noch ein paar dazukommen. Okay. Durch die ganze Kapitelverteilung und alles. Ja. Aber das ist eigentlich eine angenehme Größe, um das auch als Taschenbuch in die Jackentasche zu stecken. Das war auch so ein bisschen die Intention dabei. Und wie gesagt, hinten sind dann noch die zwei Zeichnungen drin, die übrigens meine Tochter beigesteuert hat. Und Beschreibung natürlich. Ich war versucht, auch noch viel mehr Personen derart zu beschreiben hinten, aber ich habe das dann auf den beiden alles mal belassen. Okay. Kommt vielleicht beim nächsten Buch dann noch ein bisschen mehr, mal sehen. Das heißt, neben den zwei Hauptprotagonisten hast du auch noch weitere NPCs oder Nebencharaktere, die eine wichtige Rolle spielen und damit dabei bleiben werden, auch zukünftig, oder? Mal sehen, also Okay. das wäre jetzt so arg gespoilert, wenn ich sagen würde, wer überlebt, wer nicht. Ist ja auch fraglich, ob Amy oder Ghost überleben oder ob Amy vielleicht gleich am Anfang ins Gras beißt. Gestorben wird gern und viel auch. In dem Buch. Allerdings, das hat auch der Verlag sehr positiv aufgefasst, fange ich mit der Story eher langsam an. Also es gibt kein Brett erstmal, wo eine riesen Schießerei ist oder irgendwie was. Der typische Saturday Night Firefight, da kommt erst später. Es legt erstmal Wert darauf, die Figuren so ein bisschen einzuführen. Das ganze Feeling halt, auch von der Stadt, das war mir sehr wichtig. Diese holographischen Werbebanner, das Neon, dann die Polizisten überall, auch das Abgefuckte von den Clubs und so, das war mir sehr wichtig, das halt wirklich rüberzukriegen. Und auch Drogen sind natürlich auch ein ganz, ganz heikles Thema bei diesen Cyberpunk-Settings. Es geht gar nicht ohne. Also auch so diese Speed-Heal-Sachen und so Zeug. Und die Folgen davon, die werden auch alle schön beschrieben. Okay. Also es soll schon auch atmosphärisch sein zum Schluss. Hast du sowas wie Traumateam mit eingebaut? Es wird sowas Ähnliches kurz erwähnt.
Die müssen darauf zurückgreifen, das Team irgendwann mal im Laufe des Abenteuers, um eine gewisse Aufgabe zu erledigen. Das heißt natürlich anders. Ist aber vom Feeling her, würde ich sagen, gar nicht so unterschiedlich. Was ja auch logisch ist eigentlich. Also ich meine, Ja. klar, Gesundheit musst du bezahlen, musst du teuer bezahlen. Und wenn die dich irgendwo rausholen oder abholen, werden die auch dafür sorgen, dass den Sanitätern nichts passiert. Dass das dann auch funktioniert, genau, ja. Genau. Traumateam ist natürlich eh eine geile Institution. Also liebe ich total. Ich hatte ja auch bei dem Videospiel gehofft, dass mehr vom Traumateam. Man zu sehen kriegt, ne? Es war ja dann diese Eingangsmission, ne? Und später, glaube ich, die stehen halt überall in der Stadt rum, aber Ja, genau, aber. einmal findest du noch irgendwie so einen abgeschossenen Traumateam-AV auf so einem Dach. Und hatte eigentlich gehofft auch, dass man irgendwie auch so eine Rolle spielen kann. Aber das kommt vielleicht auch. Mal abwarten. Also die basteln ja dran gerade. Ja, genau, als Einführung, ja, wäre schon cool, ja. Genau. Ja. Aber ich denke, da kommen auch noch einige Upgrades. Und da freue ich mich eigentlich auch schon ziemlich drauf. Cyberpunk ist übrigens, also dieses 2077, ein geniales Tool auch, um Charaktere zu erstellen. Du hast ja eingangs, hast du dann die Möglichkeit, deine Figur zu designen oder halt auch mit Klamotten auszustatten dann später. Und das kannst du super verwenden, auch für Rollenspiele oder auch für Charaktervorlagen für Bücher. Ja, absolut, ja. Also, das hat mich schon beeindruckt. Gut, was das beeindruckt, ich kenne PlayStation-Spiele gar nicht vorher. Inzwischen habe ich Ja. ein paar andere reingeschnuppert schon, aber switche immer wieder zu Cyberpunk zurück. Ja, Also, das braucht man. Charaktereditoren gibt schon immer wieder so ausführliche, wo du drin hängen bleibst, erstmal, wo du die Stunden mit beschäftigen kannst, ja. Der von Cyberpunk ist auch sehr detailliert, das stimmt schon, ja. Genau. Ja. Jetzt, wie gesagt, ich harre halt darauf, dass endlich die Kurznachricht vom Verlag kommt, es ist online. Und dann wird es auch Lesungen geben, natürlich, Online-Lesungen erstmal. Und ich habe auch schon mit den brennenden Buchstaben, die kennst du vielleicht, die sind auch bei Discord unterwegs, die machen in Second Life immer so Settings Okay. für spezielle Lesungen. Ja. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass die extra für diesen Roman dann so ein Setting bauen, wo dann die Lesung stattfindet. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Okay, cool. Also ich werde auf jeden Fall die Werbetrommel mehr wirbeln als beim Horrorroman, einfach weil es jetzt gilt, auch Überzeugungsarbeit zu leisten, weil es einfach ein anderes Genre ist. Ja, Und da bin ich echt gespannt, wie es ankommt, ja. Also wahrscheinlich gibt es welche, die werden die Hände über den Kopf zusammenschlagen, andere werden sagen, geil. Also hast du ja immer. hast immer beide Seiten. Also von dem, was du mir jetzt erzählt hast, dass jemand, der Cyberpunk gern gespielt hat, immer, also ich bin gespannt, ja. Also, ich freue mich drauf. Genau. Also Feedback habe ich von den Probelesern, die waren begeistert. Wir haben noch ein paar Sachen eingebracht, natürlich, die ich schon auch eingepflegt habe. Verlag war auch sehr, sehr angetan davon. Das lässt mich schon mal zuversichtlich blicken. Aber letztendlich entscheiden die Leser. Klar. Und da bin ich wirklich wie ein Flitzebogen. Aber es ist eigentlich bei jedem Buch so. Ja? Also, du investierst da ein Jahr lang deines Lebens eigentlich in dieses Buch, schlägst dir die Nächte um die Ohren, kannst nicht aufhören zu schreiben, gehst dann am nächsten Morgen mit solchen Augen in die Arbeit. Genau. Und Und ja. Aber ja, ich denke schon. jawohl, also ich bin gespannt, ja, ich freue mich drauf. Du wirst mir irgendwie eine Nachricht schicken, bestimmt, wenn es dann zu haben ist. Genau, dann schaue ich mal, dass ich es irgendwo herkriege. Werde euch alle zuspammen Genau, ab dann. Genau, du hast gesagt, wo man es kriegt. Genau, Amazon kann man es kaufen. Hammerbooks, Entschuldigung, genau. wird es haben. Und man wird es dann auch in diversen Foren finden. Ich würde es auch unter dem Video verlinken, deine Homepage zum Beispiel. Darüber kann man sich dann auch schön die Infos holen, da wirst du es auch verlinken. Das heißt, unten
Link zu Marios Homepage. Da könnt ihr dann schauen, ob es schon draußen ist und wo es zu kaufen ist. Ich Und habe auf meiner Homepage auch einen etwas größeren Beitrag geschrieben darüber, was ich mir so in Cyberpunk vorstelle. Auch dort habe ich dann ein bisschen ausführlicher erklärt, wie das ganze Genre entstanden ist und also was sich dann dieses Wort Cyberpunk zusammensetzt und alles. Also wen es interessiert, der findet dort ein bisschen Infos auch. Ich habe auch noch viel, viel mehr Links von tollen Seiten, die das Thema sehr gut behandeln. Also kann man mich auch gerne anschreiben und die gebe ich auch gerne weiter. Sehr cool. Und da ist auch der Klappentext zu finden von Shinigami. Da kann man sich auch schon mal so ein bisschen einlesen, um was es da geht. Also das, was ich eingängig halt auch Schon geschildert habe. erklärt hast, ja, genau. Genau. Kann man es nochmal nachlesen. Okay, dann würde ich an der Stelle sagen, vielen Dank, Mario, für deine Zeit und die Erläuterung zu Shinigami. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut auf seiner Homepage vorbei. Ja, ich danke dir, dass ich bei dir sein durfte wieder. Und frohe Weihnachten euch allen. Und vielleicht liegt ja bei dem einen oder anderen dann auch schon das Buch unter Weihnachtsbaum, wenn wir Glück haben. Wenn wir Glück haben, ja. Genau. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch Fragen habt, auch an den Mario, könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, hier rein, oder ihr geht unten auf die Videobeschreibung. Da ist ein Link zu seiner Homepage, da könnt ihr ihm, denke ich, auch Fragen stellen. Über Instagram findet man ihn auch. Und wenn ihr da was wissen wollt, dann kontaktiert ihn einfach, er ist dafür offen. Und dann, ja, hoffe ich, es hat euch gefallen und ich sag mal, bis zum nächsten Pen and Paper Talk. Es sind noch weitere geplant mit Autoren, diesmal zu Rollenspielsystemen. Ja, seid gespannt, was da kommt und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.